Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Und während er sich verwandelt hat, hat seine Schwester erstmal an einen Mülleimer gedacht. Das finde ich wirklich sehr nett gegenüber dem Bruder. Muss ich sagen, würde ich auch jederzeit so machen. So. Wir wollten ja spontan mal ganz schnell heiraten. Und werden diese Torte mit einer Hochzeitsverzierung uns gönnen. Und wir werden die Bar vielleicht mal kurz im Inventar platzieren. Und das hier auch. So, ich habe hier noch irgendwas, was ich verkaufen kann, oder? Ach, diese ganzen Grabsteine, die sich hier immer verdoppeln und verfünffachen. So, ich wollte aber Außenaktivitäten. Ach du Scheiße. Okay. Klettergerüst. Das ist geil, aber das können wir nicht benutzen. Ein Zelt. Ja, das ist alles ganz normal, ne? So, ich suche eigentlich was zum Heiraten. Und zwar das Schöne hier mit diesem roten Banddingens. Und dann habe ich mir überlegt, wir werden... Jetzt muss ich mal gucken. Ich muss mal ganz kurz filtern hier. So, ich brauche jetzt halt einfach so lange, wie wir brauchen. Ne? Das habe ich ja schon gesagt. Und zwar ein Tisch. Vielleicht den hier. So, dann packen wir hier die Torte drauf. Und ich hätte gern noch so Tische. Tische, sag ich schon. Stühle. So, für die ganzen Gäste, die sich dann hinsetzen können, wollen. So, ich finde das schön, wenn die sich hinsetzen könnten. So, dann heiraten wir nämlich erstmal ganz entspannt. So, du machst jetzt trotzdem die Hochzeitsverzierung. Du gehst bitte erstmal ins Haus, damit du jetzt nicht gleich verbrennst. Und du... Nee, stopp, du wirst nicht Livos seine Mülltonne umtreten. So weit kommt es ja noch, ey, das wär's ja. Du gehst am besten mal auf die Toilette, weil du musst. Ärgerliches Häuflein, ey, das ist gut. So, das ist die beste Hochzeitsverzierung, die ich je gesehen habe. Wow, ich muss schon sagen. Okay, dann darfst du deinen Mann heiraten. Und du setzt dich mal hier hin. Oh, er hat hier schon Fähigkeitenpunkte. Wir gucken mal. Und zwar erstmal eine Fledermausgestalt. Gut, du verbrennst zwar gerade ein bisschen, aber okay. Du aktivierst jetzt erstmal, dass du immer als Fledermaus aktiv dich bewegen möchtest. So. Alles komplett normal. Oh. War voll romantisch hier. Die Tochter kommt zu spät zur Hochzeit. Der Sohn. Was für eine wunderschöne Zeremonie. Sie ist hochschwanger, aber das juckt hier keinen. Oh. Oh. Gott, ey. Du kannst deine verheirateten Sims über den Haushalt aufteilen. Okay. Ja. Ja, warum nicht, ne? Wo ist Danik jetzt? Da. Du machst erstmal eine dunkle Meditation. Und wir müssen uns mal was einfallen lassen. Und zwar gehst du erstmal ein Training machen und darfst dann hier Gewichte stemmen. So, was ist mit dir? Du hast Hunger und so.
Okay, du darfst jetzt den Kuchen anschneiden, Hochzeitstorte anschneiden. Okay, dann darfst du dir ein Stück nehmen. Okay, das machst du schon. Nimm du dir auch ein Stück. So, das interessiert ihn überhaupt nicht. Manieren gehen runter, okay? Ich lasse meine Eltern einfach alleine heiraten, oder meine Mutter besser gesagt. Josie ist überhaupt nicht glücklich. Sie ist wütend wegen der Schule. Kann ich verstehen, bei so einem blöden Klassenkamerad-Viech-Dings. So, sie unterhält sich noch mit den Gästen und alles. So, für Kommen danken. Kochtipps geben. Ach so. Wir haben ja einen Mixer eingestellt. Und was haben wir vergessen? Wir haben jetzt hier einfach mal ganz dreist. Okay, ich werde jetzt hier mal die Stühle einfach verkaufen, weil irgendwie haben die nichts gebracht. So, das Ding verkaufen wir jetzt auch wieder. Und wir stellen jetzt mal die Theken hier wieder hin. So. Und dann kann der, der jetzt mixen möchte, das hier mal tun. So, du isst jetzt am besten mal die Torte weiter. Oh, der joggt aber hier. Mit Motivation, ey. Also nicht, aber hey. Yoshida. Keine Ahnung was. Stell dich einfach allen Leuten freundlich vor. Ach, den kennst du, glaube ich, auch noch gar nicht. Oder? Nee, doch, den kennst du. Freundlich vorstellen. Was man halt so macht. Ist doch was vom Kuchen da? Ja, nimm dir mal was. Hey, hör auf, mit den Leuten zu reden und Fernsehen zu gucken. Nimm dir was vom Kuchen. Und dann kannst du ja ihr den Tag verschönern, ne? Wir gratulieren natürlich nicht zur Hochzeit, das macht man heutzutage nicht mehr. So, sie sammelt erstmal den ganzen Müll auf. Hallo, du bist hochschwanger und alles. Geh bitte erstmal auf die Toilette, ja? Oh, die Tochter umarmt uns. Hör bitte auf, mit ihr zu reden. Jetzt geh aufs Klo, bevor es peinlich wird. So, mit einem Hochzeitskleid aufs Klo zu gehen, ist bestimmt super. Gewürzfestival. Oh, das ist gut. Da kann man eigentlich immer gut Sachen nochmal abstaubern, Früchten. Aber wir sollten mit ihr dahin gehen. Hey, nimm nochmal eine erfrischende Dusche am besten. Damit du sauber bist. Oder auf dem Gewürzfestival kann sie dann auch essen. Okay, so. Du kannst während eines laufenden... Ach so, ja, stimmt. Verlobte miteinander flirten lassen. Das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Hast du jetzt mal ein Stück Torte genommen? Nein, weil nichts mehr da ist. Alles klar. Okay, dann nimmst du dir halt jetzt so ein Specksalat-Tomaten-Sandwich. Dann darfst du dazu aber den Kanal schauen. So, damit du Manieren bekommst, darfst du mal aufräumen. Ich habe hier alles dicht gemacht. Ihr könnt hier nicht rein, meine Freunde. Oh. Guck mal, unser neuer Mann, der hebt hier extra die Mülltonne von Livers auf, weil irgendjemand die mal wieder umgeschmissen hat. So. Machen wir jetzt Schönes. Er hat aufgeräumt. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Okay. Funktioniert schon mal, ne? Sein Dings geht da zwar total runter, seine Vampirenergie, aber hey. So, wir gönnen uns die jetzt hier nämlich auch nochmal. Okay, er ist wieder etwas glücklicher, aber geh mal. Warte, wir haben den PC jetzt ja hier, ne? Okay, dann darfst du trotzdem... Ach, dein Vater ist immerhin hier. Rede doch mal mit ihm nach Tagfragen. Kompliment über Outfit machen. Jetzt über alte Zeiten. Ist
Die ganzen alten Zeiten damals, als ich noch jung war. Oh. Vater und Sohn. Bewunderung ausdrücken vielleicht? Ach, das machen wir, glaube ich, schon. Egal. Nach Techtelmechtel fragen. Über Vampir-Dasein grübeln, weil er ist jetzt ja immerhin auch ein Vampir. Jemand über Outfit machen? Über Fitnesstechniken reden. Boom. Hier läuft alles. Dann hast du nochmal spülen, die Toilette verwenden. Nimm mal eine dampfende Dusche und dann kannst du, glaube ich, einfach schlafen gehen. Vielleicht wird sie jetzt ja befördert, wenn sie in Elternzeit ist. Jetzt hat sie es kaputt gekriegt. Super. Toll. Echt super. Okay, kann ich denn... Nein, kann ich nicht. Das heißt, du darfst erstmal nach Vampir-Sachen suchen. Typ, geh da weg. Mein Sohn braucht langsam mal Plasma. Ich könnte auch irgendwelche Menschen, die hier vielleicht noch rumlaufen, aussaugen. Ich sehe zwar jetzt keinen, der hier rumläuft. Weil wahrscheinlich alle auf meiner Party sind, gefühlt, die es in dieser Welt gibt. So. Nein, du gehst mal nach Informationen über Vampiren was suchen. So. So, wir müssen gleich echt nochmal gucken. Ich habe überlegt, ob wir sein Reich nicht einfach im Keller einrichten. Also ein Vampir mit Fenstern, ich weiß ja nicht. Sonnenlicht ist sehr schlecht für Vampire und kann fatale Folgen haben. Nein, sag bloß. Das habe ich ja noch nie gehört. So, hier schläft alles. Sie hat jetzt schon wieder Hunger. Knoblauch und Plasmafrüchte in Forgotten Hollow finden kann. Das ist natürlich gut. So, am besten gönnst du dir jetzt nochmal was zu essen. Wir züchten nochmal schnell Frösche. So. Dann ersetze ich die jetzt einfach mal ganz dreist. Die Toilette verwenden, benutzen, schlafen gehen natürlich. Okay, und hier werden wir mal das erste Vampirbuch kaufen. Und lesen. Wir dürfen es nur nicht in der Welt liegen lassen, weil das ist ein bisschen schlecht, ne? Da ist es nämlich weg und wird durch ein anderes Buch ausgetauscht. Jetzt klau deiner Schwester doch nicht die Bücher, also echt. Nein, du liest das jetzt. So, wo gehst du hin, um zu lesen? Zu den ganzen Leuten, weil du dich da bestimmt gut konzentrieren kannst. Wir könnten den Gast einfach aussaugen, vielleicht. Oh, hier sitzt so ein richtig ästhetischer Mensch in ästhetischer Badekleidung. Too much, ne? Oh, er kriegt Spaß, wenn er Vampirbücher liest. Achso, ich glaube, er guckt nebenbei Fernsehen. Tanzvideo. Das sieht mir nicht wie ein Tanzvideo aus. Wollt ihr jetzt zusammenziehen? Ja, wollen wir. Okay, was passiert jetzt? So, wir wollen, dass er zu uns zieht. Und wir verkaufen alles, was auf dem Grundstück ist. Ah, ich habe extra so ein ganz billiges Haus dahingestellt. Also ich wollte halt nicht im Familieninventar haben, was er dann da alles mit anschleppt. Das wäre jetzt nicht so geil. Jahre später. So. Jetzt haben wir natürlich... Gott. So. Sehr wütend. Koketter Gatte. Der Ehepartner von Emilia hat mit jemand anderem geflirtet. Eigentlich ja nicht. Aber okay.
Am besten geh mal kalt duschen, genau. Oder geh am besten schlafen oder so. Ich würde jetzt warten, bis das Kind kommt. Du gehst dann, ach du hast schon das Bett angewählt, das ist gut. Diese Katzen, ey, wir ignorieren die ja vollkommen, ey. Es nee, nicht widerlich sein. Dunkle Meditation. Dann darfst du joggen gehen. Hör mal auf zu lesen, ey. So. Leute laufen jetzt hier nicht rum, oder? Dieser Sim muss zuerst eingeladen werden. Ich wollte ihn ja auch nicht einladen. Ich wollte als Fledermaus dahin fliegen und ihn leersaugen. Aber okay. Genau. Geh mal joggen. Das fördert deine emotionale Kontrolle. So, wir werden jetzt mal nicht Spiel spielen, aber wir können Plasmabeutel bestellen. Das ist schon mal gut. So, ich werde dem jetzt gleich 20 ins Inventar packen. So. Trinken. Man könnte sein Geld natürlich auch damit verdienen, ständig Leute zu heiraten, sie ins Haus zu holen und dann wieder rauszuschmeißen. Okay, noch eins trinken. Und dann noch eins trinken. Wenn man schon mal dabei ist, ne, darfst du noch was trinken. Und dann müsste das jetzt mal gegessen sein. Ist jetzt auch vielleicht falsch gesagt. Aber um deine Manieren zu schulen, darfst du mal wischen. Was hat er jetzt? Hallo, geh doch einfach schlafen. Wie gesagt, ich werde deren Schlafzimmer irgendwie mal umlegen. Wir schauen einfach mal, wie wir das machen. So, er wischt noch. So was, Manieren und so, räum mal auf. So. Liegen überall Bücher und alles. Aufräumen. Aufräumen, aufräumen, aufräumen. So, und dann darfst du dich gleich um die Arbeit kümmern. Gartenarbeit, mein Lieber. So, Danek hat die Gartenarbeit-Fähigkeit erreicht. Er sieht da voll motiviert bei aus, finde ich. Immer muss ich die Blumen gießen, ey. Ich habe da voll keinen Bock drauf. Ich hoffe, das Baby kommt bald. Na was, wir können so ein Schulprojekt auch einfach verkaufen. Er ist ein bisschen dreckig. So, wenn du fertig mit Gießen bist. Er ist angespannt. Seltsamer Durst. Ja, trink einfach was. Das passt schon. Dann darfst du das reparieren. Wenn man schon mal dabei ist. So. Was machen wir denn mal Schönes? Lass das vielleicht mal aufräumen. Dann kannst du mal duschen gehen. Und gehst am besten einfach schlafen. Wir könnten auch hier dann noch Abgrenzung machen und dann hier das zweite Kinderzimmer einrichten. Wir gucken mal, wie wir das am besten machen, ey. So, Verantwortung. Weil er das überhaupt nicht gleich in die Luft gehende Elektroteil repariert oder so. Jetzt muss die Katze im Müllhaufen spielen. Nein, Katze, nein. Ich dachte gerade, man kann das in den Kühlschrank tun. Ja, sie isst erstmal was. Das ist kein schlechter Gedanke. Ist das geil, ey.
Hat gelernt, nicht um Futter zu betteln. Alles klar. Alles klar. So, was machst du mal? Du gehst aufs Klo. Okay, geh mal auf die Toilette. Und dann darfst du ein Schaumbad nehmen. Machst du jetzt? Oh, du, dann geh mal da oben auf die Toilette. Das ist auch keine schlechte Idee. So. Dann, keine Ahnung. Dein Sohn möchte da gleich rein. Öffnen. Nimmst du hier nochmal was? Wir züchten nochmal schnell einen Frosch. Dann hast du irgendwie noch Essen im Inventar. Wir schmeißen das mal in den Müll. So. Nein, du brauchst nicht mit Danek zu plaudern. Okay, du kannst doch mal meditieren. Dann darfst du duschen und schlafen. Irgendwie funktioniert das hier gerade nicht so gut. Aber hey. So, ich würde jetzt gerne in den nächsten 9 Minuten hier fertig werden. Aber wir müssen ja nur noch 24 Sim-Stunden rumkriegen. Okay, dann geh auf die Toilette. Und dann machst du Sport. Berglauf. Berglauf ist immer gut. Oh, warte. Halt, stopp. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Das machst du 3-mal hintereinander. Nein, du plauderst nicht mit ihr. Nein, 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 nein. So, du kannst erstmal den Comedy-Kanal schauen. Comedy-Kanal. So. Supervater, Elternteil werden. Level 4 der Erziehungsfähigkeit. Dein Kind oder dein Teenager 5-mal Maßregeln. Oh je. Mal gucken. Er kann ja erstmal anfangen, in Erziehungsforen zu googeln. Web. Erziehungsforen durchsuchen. Über Gefühle bloggen. Recherchieren. Erziehungsmethoden recherchieren. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Nebenbei kannst du dich ja mit deiner Frau, glaube ich, unterhalten. Frag sie mal, wann das Baby kommt. Ist immer eine gute Sache. So. Fragen. Über Existenz von Vampiren diskutieren. Nicht, dass dein Stiefsohn ein Vampir ist. Nein. Mm-mm. So, über Träume könnt ihr mal reden. Ihr seid jetzt ja verheiratet. Ne? Ein Ständchen bringen. Keine Ahnung. Tag verschönern. Schmeicheln. Über Anfänger lustig. Ey, die ist ja voll nett, ne? Wissen. Wenn sie schon mal hier sind, verrückt anfunkeln. Massieren. Wie wär's, wenn du sie massierst, du Trottel? Umschmusen. Massieren. Gleich kommt das Baby. Er hat sie so aufgeregt. Tief in die Augen schauen. Geht nochmal ein Techtelmechtel machen. Das macht man gerne heutzutage. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Erstmal Fernseher ausmachen. Wow, sie hat ein Stinktier. Super. Nimm mal ein Schaumbad. Und dann darfst du was kochen. Jetzt wird echt knapp hier. Würstchen. Nein, Rührei. Mach Rührei mit Speck. Was ist mit ihm? Nein, du gehst nicht baden. Du nimmst mal eine nachdenkliche Dusche. Wen haben? Super, toll. Vampir, dunkle Meditation. Okay, stopp. Baby im Krankenhaus bekommen. Wir schicken sie jetzt allein los. Das sieht aus, als ob das hier 5 werden, gefühlt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt Zwillinge werden. Ja, dann... Mach halt eine Blasenschwäche hier mitten, das ist auch kein Problem. Alter. Allein losschicken. Guck mal, was für ein Bauch die hat. Oh nein, wie die aussieht. Oh nein, oh nein. Er ist hier voll Feuer und Flamme ins Krankenhaus zu gehen. Oder kommt sie? Hoffentlich kriegen wir keine Zwillinge. Jiro bekommt eine Baby.
Jetzt geht der Rührei nicht weiter. Mach Rührei mit Speck fortsetzen. Es ist ein Junge. So, wir nennen ihn Gravestone, weil das einfach geil ist. So, ich habe mir ein paar Namen rausgesucht. Ich kann mich schon nicht entscheiden. Ich habe mehrere. Ich nenne ihn Isaiah. Isaiah Gravestone. Es ist nur ein Baby, ein Glück. Ein Glück. Es ist nur ein Baby, ein Glück. Pack's bei der Schwester hin, genau. Ups. Ach du Scheiße. Kommen die ganzen Sachen her. Das sind bestimmt die ganzen Geschenke von den Leuten. Kacke, ey. Kaufen den ganzen Schmarrn hier mal, was wir zur Hochzeit bekommen haben. So. Eigentlich wollte ich das Baby oben stellen. Und zwar ins Schlafzimmer, wo es erstmal gut aufgehoben ist. So, du nimmst jetzt erstmal ein Schaumbad und du kümmerst dich mal um dein Baby. Reden. Windeln wechseln. Hüpfen. Oder warte, ich glaube, du musst es erstmal füttern. Dann darfst du die Windeln wechseln, reden, liebkosen, Grimasse schneiden, hüpfen. Dann passt das. So, Hauptsache das Baby ist ruhig, ey. So, dann meditiert er ja, glaube ich. Ne? Dann darf er trinken und mal das Gemälde fortsetzen. So, sie kocht ja fleißig weiter. Warum stinkt sie jetzt? Wahrscheinlich, weil sie jetzt gerade 500 Jahre Sport gemacht hat. Das könnte der Grund sein. Ist nur so eine Idee. So, dann guckst du den Kochkanal dazu, damit du Kochfähigkeit bekommst. Und dann gehst du am besten duschen. Duschen. Der Geburtstag von Ayanat. Okay, das kam unerwartet. Nein, kam es nicht, aber hey. So, er gönnt sich auch erstmal. Du könntest hier mal aufwischen. Zwar nicht das, was du verzapft hast, aber hey. Level 3, Malerei. Was ist jetzt passiert? Irgendwas ist doch hier schief gelaufen. Egal. Hauptsache, wir haben unser Baby jetzt. Willst du... Ich möchte mich unbedingt mit einem bestimmten Kind anfreunden, aber scheint nicht mein Freund sein zu wollen. Was kann ich tun, damit es mein Freund wird? Freundschaftsbla. Emotionale Kontrolle steigt. Das ist gut. So, jetzt geh bitte ein Schaumbad nehmen. Du bist so mega dreckig. Ey, das schaffen wir hier gefühlt nicht. Geh's mal verkaufen, ne? Einfach verkaufen. Dann malst du gleich mal das nächste Landschaftsgemälde. Das ist neu. Ich finde schön, dass man nebenbei die Plasma-Dinger trinken kann. Also es ging mal. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch geht. Ja, es geht. So. Dann passt das ja. So, ich werde es jetzt einfach auch schnell durchgehen hier. So, sie schläft da. Wie wär's, wenn du dein Kind mal an die Brust nimmst, die Windel wechselst. Wir gehen mal auf schnell. Reden, schaukeln, liebkosen. Sie ist gut erzogen auf jeden Fall. So, Frösche züchten. So, dann gehst du mal schlafen am besten. Ich meine, so als Mutter, ne? So, der Papa. Was macht er denn mal? Den Garten pflegen. Geh mal bewässern. Und jäten kannst du, glaube ich, auch. Nein, nerv uns nicht, brennt. So, bewässern, jäten. Dann nimmst du dir am besten auch was zu essen. Wie viel haben wir denn noch übrig? 6 sind noch übrig. Ja, das klingt doch gut. So, die Toilette verwenden. Duschen. Oder dann gehst du auch mal schlafen. So. Ist jetzt das nächste was? Ich habe jemandem eine SMS geschrieben, aber obwohl das schon eine Stunde her ist, hat er sich noch nicht gemeldet. Soll ich ihm nochmal schreiben? Ja, vielleicht ist die Nachricht nicht angekommen. Okay. Hauptsache, die richtigen Charakterwerte steigen.
Geh mal hier hin, ich möchte das Bild mal sehen. Okay, das verkaufst du bitte. Das ist nämlich echt hässlich geworden. Du malst ein realistisches Gemälde. Ich finde, so als Vampirkammerer nämlich immer ziemlich gut. So, was für eine Fähigkeit hat er eigentlich in Malerei 4? Das ist ja schon mal nicht schlecht. Nee, eine Karaoke-Bar möchte ich auch nicht. Hey, du schläfst schon, das ist schon mal gut. So, wie gesagt, wir müssen hier gleich mal ordentlich umstellen. Und das mache ich dann halt, wenn wir jetzt gleich bei 8 Uhr morgens sind. Dann werde ich jetzt hier mal umbauen. So, dann dunkle Meditation, Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Das bietet sich immer an, ne? Also ich halte immer gern diese Anzeige hier hoch und dann kann man den einfach 24/7 wach halten. Nachts malt er dann die ganze Zeit Gemälde, das gibt dann richtig Geld. Ah, ich muss dir mal mir was zu trinken gönnen. Aber die Flasche ist leer, ich brauche mal eine neue. Ich wollte mir bei ENT machen, mal gucken. Vielleicht zum Umbauen, weil ich brauche dann immer so eine halbe, dreiviertel Stunde hier gefühlt. Wenn ich das dann umbaue. So, am besten gehst du nochmal joggen, hallo? Okay, dann malst du ein großes, realistisches Gemälde. Ja, die ganze Familie schläft, aber ist kein Problem. Du brauchst keinen Schlaf mehr. Wie gesagt, ich würde Isaiah mal gucken, also mal gucken. Ob wir ihn in den Keller packen, aber es ist irgendwie auch doof. Ich weiß nicht. Wir müssen mal schauen. Oh. Das Baby möchte versorgt werden. Wie wär's, wenn du es mal fütterst, Alte? Hast du recht. Reden, schaukeln. Hüpfen, liebkosen. Da muss ich mal auf Toilette. Das kannst du machen. Toilette verwenden. Geh einfach mal duschen und dann schlafen. Jetzt eskaliert die Katze hier, ne? Echt eine super Katze. Mann, ey, jetzt brauche ich schon 5 Parts und es hat immer noch nicht richtig ausgereicht, ey. Aber wir haben auch echt getrödelt, ne? Aber es ist auch viel passiert, muss man sagen. Ich meine, wir haben ein Baby bekommen, wir haben geheiratet, eine Hochzeit gefeiert. Daniel ist ja, glaube ich, auch älter geworden, irgendwie, soweit ich weiß, mich noch erinnern kann. Kannst du wieder meditieren? Ja, kannst du. Sehr schön. Katze, eskalier doch nicht. Ja, dann verkaufst du das mal. So, jetzt lasse ich die Zeit einfach mal schnell umgehen. So. Ich lasse sie noch mal unten ankommen. So. Ich speichere. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich umgebaut habe und zeige euch mal so das Ergebnis, wie es da jetzt geworden ist. Nun zeige ich euch noch kurz, was ich so verändert habe. Also ich muss ja ständig irgendwie alles neu machen, deswegen habe ich jetzt mal hellen Boden hier reingelegt. Das habe ich hier auch gemacht und ich fand, in der Küche sah es auch erstmal besser aus. Dann habe ich die ganzen hier so Toilette und so, da habe ich jetzt einfach immer die beste genommen. Also so hochwertige Sachen halt. Das habe ich hier, habe ich das auch gemacht. Hier habe ich erstmal eine teure Badewanne, teure Dusche und so. Dann sind die halt schneller sauber und alles. Teure Toilette und sowas für Komfort. Dann habe ich ihr hier ein Doppelbett auch gekauft. Ich habe übrigens die Bilder mal größer gemacht von den Eltern. Sie hat jetzt auch einen Computer, einen Kamin und einen Flachbildfernseher. Das habe ich hier jetzt auch einmal gemacht. Also den Flachbildfernseher. Computer, dann habe ich jetzt hier Daniels Zimmer schon mal ein bisschen dekoriert. Ja, und hier ist jetzt das neue Kinderzimmer für Isaiah. Ja, wie so ein Kinderzimmer halt, ne? Auch kindlich, freundlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er aussehen wird. Hier habe ich dann auch, habe ich hier die Dusche geändert? Ich glaube nicht, oder doch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall das Waschbecken habe ich geändert. Ich habe jetzt hier ein Töpfchen hingestellt, weil Daniel muss ja nicht mehr auf Toilette. Ja, und im Keller habe ich einfach auch nur noch den Boden verändert und hier eine Lampe hinzugefügt. Und dann kann man gucken, was man da nächstes Mal noch alles draus macht. Und so haben wir das zumindest mit dem Platz auch etwas gelöst hier. Naja, und so ein Baby-Ding halt. Ja, das war dann meine Woche 7. Ich lasse Livos hier eine Müllpflanze.
und Schrauben liegen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde dann sagen, ihr könnt euch den Vergleich da doch mal in Ruhe anschauen. Ansonsten, ja, ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben und damit ciao und bis zur nächsten Woche.